Die Ampelregierung bereitet gerade das nächste Gift für die deutsche Wirtschaft vor. Denn obwohl man eigentlich gerade alle Meldungen auf dem Tisch liegen hat, wie zum Beispiel VW, ThyssenKrupp, Northvolt, Intel und so weiter und so fort, was ja auch nicht nur ein deutsches Problem ist, sondern auch internationale Konzerne deswegen weniger in Deutschland investieren, will man einen weiteren Giftcocktail zusammenbrauen, der sich aus Klimapolitik und Sozialpolitik zusammensetzt. Denn bis heute haben einige immer noch nicht verstanden, dass genau das die Giftmischung war, die uns jetzt erst in die Bredouille gebracht hat. Wir schauen uns mal an, was vor allem lustigerweise mehrere Medien heute fast unisono wie Welt, Zeit, Handelsblatt, selbst die Tagesschau jetzt hier für Kommentare veröffentlicht haben, die eigentlich alle nur eins sagen. Am besten wäre, wenn man der Ampel den Stecker ziehen würde. Und da sprechen sogar einige schon vom Herbst der Entscheidung. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von Steuern mit Kopf auf YouTube. Mein Name ist Roland Elias, ich bin Online-Steuerberater. Und ja, es ist durchaus aktuell sehr spannend, wie vor allem auch immer mehr Unternehmen jetzt gerade, sage ich mal, auf Konfrontationskurs zum Beispiel auch mit der Ampelregierung geht. Das übrigens jetzt nicht nur die bösen Rechten, BSW, AfD oder sonstiges, sondern auch vor allem immer mehr natürlich aus den DAX-Konzernen, aus natürlich auch den größeren mittelständischen Unternehmen, sagen schon natürlich, sie wollen nicht auf, sag ich mal, diese böse Seite sich schlagen, aber ganz so positiv oder sag ich mal, dieses, wie es unter Mutti Merkel gelaufen ist, ist es nämlich nicht mehr. Denn wie ich bereits schon mehrfach in den Videos gesagt habe, ist es so, dass wir uns die aktuelle Politik zwar leisten könnten, aber nur in einer Phase des Wirtschaftswachstums. Denn Wirtschaftswachstum in der Privatwirtschaft bedeutet am Ende natürlich auch wieder mehr Steuereinnahmen, mehr Sozialeinnahmen, also sprich Einnahmen für die entsprechenden deutschen Rentenversicherungen, Kranken-, Pflegeversicherung, Arbeitslosenversicherung und so weiter und so fort. Nicht aber in einer angekündigten, wie die einigen sagen, oder schon einer existierenden Rezession. Und hier ist es durchaus so, dass man mittlerweile den Eindruck hat, dass die Ampelregierung hier mehr hilflos ist und oftmals anscheinend auch falsch beraten worden ist. Denn anstelle jetzt hier, sag ich mal, die richtigen Themen anzusprechen, versucht man sich weiterhin mit im Grunde, ja sag ich mal, im eigenen Dunstkreis die Politik herzuzaubern. Zum Beispiel ist es so, dass ja einige Ökonomen bereits sagen, okay, dass die Rezession, vor allem auch das, was jetzt nach Corona passiert ist, hier vor allem natürlich in anderen Ländern anders und vor allem besser weggesteckt worden ist. Haben wir euch schon in einigen anderen Videos ja gezeigt, dass vor allem auch das Volksvermögen hier in, sag ich mal, anderen Ländern stärker gewachsen ist und auf einem höheren Niveau ist als Deutschland. Wir sind noch auf Platz 18, was jetzt auch durchaus nicht mehr so positiv ist. Aber vor allem schreibt hier zum Beispiel die Welt, der die leistungsfeindliche Sozialpolitik, eine knebelnde Klimapolitik und die unberechenbare Wirtschaftspolitik setzen dem Standort zu. Denn vor allem, wie gesagt, die neueren Regelungen, die teilweise sehr kurzmaschig sind, sind natürlich auch kritisch. Denn, wie gesagt, es ist ja zum Teil so gewesen, dass wir es ja dieses Jahr auch hatten, die im Grunde Jahressteuergesetze, also sprich der Haushalt 2024 wurde erst spät im Großen und Ganzen hier, sag ich mal, veröffentlicht, was dazu geführt hat, du kannst nicht mehr in die Zukunft planen. Zum Beispiel sagst du, okay, im Januar schaffe ich mir etwas an, weil ich da schon weiß, wie wird es abgeschrieben. Das ist zwar natürlich alles immer so, dass man das sagt, eine Rückwirkung in bestimmten Bereichen, aber das führt auch zu Verzerrungen im Markt, weil einige natürlich dann sagen, okay, ich gehe das Risiko ein. Die anderen sagen, ich kann das Risiko nicht eingehen, weil im Grunde hier die Parameter stimmen müssen. Vor allem aber auch ganz spannend ist, wie sich natürlich gerade hier auch Olaf Scholz weiterhin hinstellen und sagen, ja, stabile Renten werden wir machen und das gibt's alles und das ist alles kein Problem. Die stabilen Renten bekommt ihr. Bloß die Frage ist einfach, wie kann er das versprechen? Denn sind wir mal ganz ehrlich, Olaf Scholz wird wahrscheinlich nach der nächsten Bundestagswahl definitiv vielleicht bloß noch irgendwo, sage ich mal, als Randnotiz in der Bundesregierung auftauchen, nicht mehr aber als Kanzler. Denn die aktuelle Strategie ist ja auf Boris Pistorius zu setzen, den aber, sage ich mal, erst relativ spät zu ernennen. Wenn du aber sagst, okay, ich möchte aber trotzdem an der Stelle lieber eine sicherere Rente haben, dann kann ich dir natürlich nur unseren Kooperationspartner empfehlen, an der Stelle hier Freedom 24, mit dem wir die Kooperation haben. Hier hast du die Möglichkeit, besser abzuschneiden als die deutsche Rentenversicherung. Und zwar mit dem Freedom Depot. Hier zum Beispiel auch das Festgeld, was es aktuell gibt mit 5,58% hier auf Euro-Einlagen und 7,99% auf US-Dollar-Einlagen. Gleichzeitig auch hier eine große Auswahl an Aktien, ETFs und Aktienoptionen. Keine Mindesteinlage,
Aber aktuell noch bis zum 31. Oktober läuft die im Grunde Promo-Aktien-Aktion. Was hier bedeutet, dass an der Stelle du Aktien im Wert von 300 bis 800 Euro bekommst, bis zu 20 Aktien, je nachdem, wie viel du einzahlst. Und so eine Promo-Aktion ist ja, sag ich mal, ein guter Einstieg hier an der Stelle für zum Beispiel ja in das eigene Depot. Wenn du sagst, ich habe bisher alles auf dem, was weiß ich, Sparbuch gehabt, machst einen Olaf Scholz und sagst, okay, jetzt möchte ich aber mal richtig für meine Rente vorsorgen, dann ist so ein Depot ganz sinnvoll. Zum Beispiel auch ich habe ja hier mein Depot bei Freedom24, also mein Zweitdepot. Und hier sind es aktuell 6.508 Euro Nettovermögen, was da drin ist. Plus an der Stelle natürlich habe ich damals hier BMW und Evonik geschenkt bekommen. Hier im Grunde die 100% Entwicklung bedeutet, ich müsste das bei einer Veräußerung voll versteuern. Dann zum Beispiel aber auch noch meine Spekulation hier mit Volkswagen, einem ETF zum Beispiel hier entsprechend auf E-Sport, Nvidia und einem REIT. Und natürlich auch noch die ein oder anderen Rüstungsunternehmen sind mit dabei. Was am Ende bedeutet, du kannst hier relativ schnell und einfach deine eigene, sage ich mal, ja, zusätzliche Einnahmequelle aufbauen, denn vor allem das ist natürlich auch was, wo du sagst, ich bin lieber Realist und nicht im Grunde ein Ampelist. Und da schreiben auch mehrere Medien gerade, dass es hier heißt natürlich, doch die Realität zeigt, dass die Ampelziele illusorisch sind, weil sich der Markt wegen der harten ökonomischen Fakten in andere Richtungen bewegt. Geht natürlich Wärmepumpenziel, stabile Renten, wie gerade vorhin erwähnt, und natürlich noch andere Themen, wo man ganz klar sagen muss, da ist die Förderpolitik im Grunde anders als die notwendige Wirtschaftspolitik, die notwendig wäre, und auch die Steuerpolitik. Denn hier heißt es auch wörtlich in dem Kommentar, und wir schauen jetzt keinen Plusartikel, doch es ist ein Plusartikel, dann darf ich es euch leider nicht zeigen. Denn hier heißt es auch zum Beispiel wörtlich, damit die deutsche Wirtschaft endlich in die Gänge kommt, müssen die Unternehmen motiviert werden, wieder mehr am heimischen Standort zu investieren und Privatleute müssen mehr konsumieren. Doch das wird nur passieren, wenn die Politik für verlässliche und bessere Rahmenbedingungen sorgt. Und das ist auch, was ich euch ja schon gesagt habe, denn ein Arbeitnehmer, also die Privatperson, du konsumierst dir nicht aus deinem Brutto, sondern du konsumierst aus deinem Netto und du bezahlst auch deine Mieten aus deinem Netto, du bezahlst deine Grundsteuer aus dem Netto, du bezahlst, was weiß ich, das neue sag ich mal, Smartphone oder sonstiges, das bezahlst du aus dem Netto, nicht aus dem Brutto als Privatperson. Und hier ist es auch so, dass vor allem der nächste Giftcocktail gerade zusammengebraut wird, denn hier heißt zum Beispiel auch, allerdings stehen für die Sozialdemokraten zwei Herzensprojekte ganz oben auf der Prioritätenliste, das exorbitante teure Rentenpaket, übrigens rein dazu gedacht, sich Wähler zu sichern, denn die Altwähler sind im Grunde, sage ich mal, noch die stärksten, und das von den Grünen geliebäugelte auch Tariftreuegesetz. Und beides ist für den Wirtschaftsstandort natürlich hier, vor allem auch in der jetzigen Krisensituation, eigentlich eher eine Giftmischung. Und spannend fand ich auch hier natürlich die entsprechende Aussage zum Beispiel von einem Wirtschaftsökonomen und zwar, zumindest mal schauen, wie der heißt, der Kollege, genau, Tom Krebs, Ökonom, und er sagt hier, und das fand ich relativ spannend, in einem Interview mit der Zeit, der hat ein neues Buch jetzt veröffentlicht und deswegen heißt es hier wörtlich von ihm, die waren aber unzureichend. Viele Ökonomen haben die Folgen der Preisschocks stark untersetzt. Übrigens, auch hier wieder, da muss ich sagen, hat der Herr Krebs auch eine leichte Fehleinschätzung, denn es waren natürlich nur die veröffentlichten Ökonomen, die diese Ampelnasen. Denn sie leben in einer Art Märchenwelt. Der Schock sei vorübergehend, der Markt werde das Problem schnell wieder lösen. Die Ampel hat die naive Annahme einfach übernommen. Hintergrund ist in diesem Gespräch einfach auch die Situation, wo man ganz klar sagen kann, die Ampel hat sich einfach die falschen Berater reingeholt. Und wir wissen ja, wer die ein Teil der Berater sind. Das sind zum Beispiel auch Personen wie Marcel Fratscher und Ähnliches, die ganz einfach, sage ich mal, sehr schön hier auch, wie es auch der Spiegel oder Stern, ich weiß es nicht mehr, getitelt hat, Gefälligkeitsgutachten und Gefälligkeitsratschläge für die Ampel im Grunde, die einfach hier bereitstellen. Und das ist jetzt auch was, wo man ganz klar sagen muss, steuerpolitisch wird uns das alles auch nochmal die nächsten Jahrzehnte ganz einfach treffen. Denn hier ist es so, alles was wir heute, wir sehen es ja selber an der Carola-Brücke und anderen Themen, dass alles was heute an Steuergeldern verschwendet wird, für Tariftreuegesetz, Sozialpolitik, Renten, jetzt wie gesagt von allem für diesen Rentengeschenk, ich rede jetzt nicht von den bezahlbaren Renten und da wo man auch gut davon leben kann, sondern an der Stelle von den Rentengeschenken, die auch hier versicherungsfremde Leistungen beinhalten. Das wird alles dazu führen, dass am Ende hier die Infrastruktur hier noch weiter schädigen wird. Und ich habe jetzt gehört, ich glaube, von dass aktuell 50% der deutschen Brücken aktuell renovierungsbedürftig sind, beziehungsweise sogar sanierungsbedürftig, was am Ende bedeutet, ohne das werden wir wahrscheinlich weiterhin eine bröckelnde Infrastruktur in Deutschland haben. Und das haben wir jetzt nicht, bevor die einigen Keyboard-Warrior schon wieder reinhauen. Aber die Reichen zahlen zu wenig Steuern. Nein, es ist im Grunde eine Fehlallokation
von Steuergeldern, wo ich auch gesagt habe, knapp 42 Milliarden an Subventionen für Unternehmen streichen, 30 Milliarden im Großen und Ganzen Entwicklungshilfe streichen, dann zum Beispiel aber auch noch weitere Themen einfach streichen, 4,5 Milliarden an Zapfsäule, die abgezogen werden, streichen. Und dann hättest du auf der Schnelle hier, ich sag, 33 Milliarden im Grunde Entwicklungshilfe, 42 Milliarden für Unternehmen, hier sage ich mal Subventionen, dann hätten wir sogar über 70 Milliarden, die man sofort, die sind schon eingenommen, theoretisch, oder werden jetzt dann schon eingenommen, sofort in Infrastrukturmaßnahmen packen könnte. Und dann könnte man hier natürlich wieder mit infrastrukturellen Maßnahmen etwas bewegen. Und der nächste Schritt wäre dann, wenn das natürlich geregelt wäre, einfach nicht mehr irgendwelche Kulturprojekte finanzieren, wie zum Beispiel auch in Dresden, wo es ja eine lange, sag ich mal, Liste der Geldverschwendung gab, wo eigentlich offensichtlich wird, warum auch zum Beispiel Regierungen, Staaten und auch Bürgermeister oder sonstige Positionen nicht mit Steuergeld umgehen können. Der Hintergrund ist, es ist nicht die eigene. Da sind wir ganz ehrlich, da wissen Unternehmen und Privatpersonen natürlich hier am besten, wie sie mit ihrem Geld umgehen.